Und zwar geht es um das ganze Thema Kameras. Ihr seht auch, dass eine normale Webcam, die ihr alle in euren Laptops habt, eigentlich ein ganz gutes Bild machen kann, wenn der Laptop natürlich nicht 20 Jahre alt ist. Ihr seht jetzt irgendwie, die Kamera nimmt mich gerade von unten auf. Also man sieht ja ganz oft so in Konferenzen, dass Leute irgendwie so sitzen. Man kann in die Nasenlöcher reingucken. Man sieht irgendwie komisch ausgeleuchtet aus. Deswegen empfiehlt es sich auf jeden Fall immer, die Kamera auf Augenhöhe zu bekommen. Und das funktioniert hervorragend, indem man sich einfach einen Laptop-Ständer kauft oder aber auch ganz normal irgendeine Kiste, die man irgendwie hat, nimmt, ein bisschen rumprobieren, sodass die Kamera im Idealfall auf solch eine Höhe kommt und wir dann ganz normal mit dem Publikum sprechen können. Ihr seht auch gleich, das Licht ist gleich besser und ich stelle meine Kamera auf jeden Fall mal einmal auf den Laptop-Ständer. Eine gute Perspektive macht ganz viel aus. Wir hatten jetzt vorher eher so die Froschperspektive, also eher dieses Blick von unten nach oben. Dann wirken Leute auch meistens größer und das Gegenteil wäre natürlich dann die Vogelperspektive. Also wenn man die Kamera zu weit oben hat und nach unten filmt und dann Leute dadurch eher kleiner wirken. Wenn ihr das Ganze ein bisschen hübscher haben wollt, gibt es da relativ viele Möglichkeiten. Jeder, der zu Hause beispielsweise eine Spiegelreflexkamera hat, kann diese auch als Webcam benutzen. Viele von den Kameras haben die Möglichkeit, per HDMI-Kabel rauszugehen. HDMI-Kabel habt ihr auf jeden Fall alle schon mal gesehen. Das ist ja ganz oft das Kabel, was auch genutzt wird, um einen Monitor anzuschließen. Wir haben zwei Geräte und zwar haben wir einmal das Gerät HD60S. Ich kann hier ein HDMI-Signal reinspeisen und gehe mit einem USB-Kabel in den Rechner rein. Das USB-Kabel macht letztendlich möglich, dass dann der Rechner dieses externe Gerät als Webcam erkennt. Da könnt ihr auch einen zweiten Laptop beispielsweise ranhängen und als Einspieler benutzen, also könnt auch weitere Quellen, also ne, pro Gerät natürlich nur eine externe Quelle, die dann eben halt als Webcam oder als Einspieler dienen kann, anschließen. Das gibt es noch eine Nummer kleiner und ein bisschen mobiler und zwar den Camlink 4K, auch von Elgato. Das ist ein USB-Stick, den könnt ihr ganz normal an den Rechner anschließen. Ihr seht, der hat hinten auf jeden Fall auch einen HDMI-Eingang, da kann man direkt die Kamera anschließen. Und das wird dann auch direkt von Windows als Quelle erkannt, beziehungsweise von Zoom beispielsweise oder Konferenztools, wo ihr die Möglichkeit habt, zwischen Kameras zu switchen. Zudem noch ein ganz kurzer Hinweis, der ist relativ breit. Man sollte also ein bisschen Platz haben. Das ist ja mal ein bisschen das Problem an den Laptops, was die Abstände zwischen den einzelnen USB-Anschlüssen betrifft. Aber das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Verlasst euch darauf, wenn ihr da eine externe Kamera einstellt und in der Kamera noch sagt, dass die quasi per HDMI das Signal rausgeben soll, dann wird es auf jeden Fall erkannt. Wir wollen noch kurz was nachreichen, weil die Frage ist total berechtigt. Inwieweit schaffe ich es, ein Smartphone auch als Webcam zu benutzen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 sind die Adapter. Wenn ihr die Möglichkeit habt, also jetzt in dem Fall ist es ein iPhone, gibt es auf jeden Fall den Adapter von Lightning auf HDMI. Könnt ihr hier ganz normal anschließen, HDMI-Kabel dran, Kamera starten und ihr habt auf jeden Fall sofort auch ein Bild auf dem Mischpult beziehungsweise dann auf den Geräten. Die zweite Möglichkeit ist, es nennt sich Epoch Cam, ist auch relativ schnell eingerichtet und dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, mit dem Bild zu arbeiten. Was wir euch heute noch zeigen wollen, weil das natürlich auch eine Möglichkeit ist, kleine Live-Produktionen selber zu machen. Und zwar ist es das Atem Mini Plus. Das ist ein etwas teureres Gerät als beispielsweise die anderen. Aber wie ihr schon seht, haben wir hier unten auf jeden Fall die Möglichkeit, verschiedene Kamerasignale zu nehmen. Also wir könnten auch mit 4 Kameras arbeiten oder beispielsweise mit 3 Kameras und einem extra Einspieler-Laptop. Wie ihr das hier zum Beispiel machen könnten, in einem Studio einfach mehrere Kameras hinstellen, könnt ihr hier zwischen den einzelnen Bildern wechseln. Ich habe jetzt hier ganz normal die Möglichkeit, Kameras auszuwählen. Wir haben hier schon das Gerät Blackmagic Design, das ist ja das Atem Mini Pro, was wir jetzt hier gleich auswählen können. Und das andere ist jetzt meine aktuell ausgewählte Kamera und ich switche jetzt hier einmal um, kann jetzt zwischen den zwei Kameraeingängen letztendlich ganz einfach wechseln. Beispielsweise, wenn ihr zwei Leute in der Diskussion habt, dann könnt ihr mit 3 Kameras arbeiten, könntet beispielsweise für jede Person eine Nahaufnahme machen und dann noch eine totale, sodass man beide Personen auch mal gleichzeitig sieht und könnt ihr sehr einfach zwischen den Kameras wechseln. Also man kann es mit einem harten Schnitt machen, so wie ihr es jetzt hier gerade seht. Ihr könnt auch eine weiche Blende einstellen, sodass ihr so einen Mixübergang habt zwischen den
verschiedenen Kameras. Genau, und um den Ton da reinzukriegen, die Möglichkeit per Klinke reinzugeben oder was ihr immer machen könnt, ihr könnt natürlich auch den Ton direkt an eine Kamera anschließen. Und natürlich mit einer separaten externen Kamera habt ihr auch immer die Möglichkeit, mit den ISO-Werten rumzuspielen, mit der Blende rumzuspielen. Ja. Also ihr braucht HDMI-Kabel für jede Kamera, die ihr anschließen wollt. Ihr braucht ein USB-C auf USB-A, also auf den Standard-USB, den man in den Rechner stecken kann. Kabel, das liegt auf jeden Fall dabei. Es gibt einen Stromanschluss und was man auf jeden Fall auch machen kann, ist das ganze Ding ins Netzwerk hängen. Und zwar gibt es dafür auch eine Software, mit der man arbeiten kann. Und ihr seht schon, ihr habt hier die 4 Kameraeingänge, die man irgendwie hat und könnt dann hier relativ entspannt schalten zwischen 2 Kameras. Ich kann jetzt auch hier zwischen den Kameras wechseln, kann das aber auch an dem Gerät selber machen. Also sprich, ihr habt hier einfach noch Möglichkeiten. Ihr habt ja auch diesen Regler, womit man so einen leichten Bildübergang machen kann. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, hier drüber beispielsweise Bauchbinden einzubinden. Hier unten habt ihr den Mischer, das, was wir hier gerade sehen. Dann habt ihr aber auch den Punkt Medien. Und ihr könnt hier bei Medien zum Beispiel so Standbilder einblenden. Sprich, ihr könnt euch Grafiken fertig machen. Das kann der Stream geht gleich los, Folie sein, bis hin zu kurze Pause, es geht weiter um. Bis hin zu, wir danken allen Förderern und Sponsoren. Vielleicht die Abschlussfolie, die man irgendwie setzt, die könnt ihr hier reinsetzen. Und wenn ihr hier eine Grafik habt, könnt ihr die quasi in den Media Player setzen. Und dann könnt ihr dann quasi mit dem Media Player hier die ganze Geschichte, hier unten ist der Media Player, könnt ihr dann eine Grafik einbinden. Was das Gerät noch hat, wir haben hier die Möglichkeit, einmal mit einem HDMI-Ausgang rauszugehen. Mit dem HDMI-Ausgang raus könnt ihr euch einen separaten Monitor nochmal anschließen und könnt dort eine, ja, das nennt sich dann Multiview-Ansicht drauflegen. Dort habt ihr insgesamt 6 kleine Fenster, mit denen ihr arbeiten könnt. Und zwar ist es einmal das Vorschaufenster, das Programmfenster und dann sind es die 4 Eingänge, die man hat. Sprich, ihr seht, ob alle Signale da sind auf den 4 einzelnen Eingängen im unteren Teil des Monitors. Und habt dann die Möglichkeit, in der Vorschau zum Beispiel die nächste Kamera oder Folie schon mal vorzubereiten. Und sobald ihr dann dieses Gerät hier bewegt oder einmal auf Auto klickt, dann würde er automatisch von der Vorschau das Bild, was dort gerade zu sehen ist, in das Programm laden und das Programmbild in die Vorschau legen. Sprich, ihr könnt zum Beispiel eine Platzhalterfolie einblenden oder eben halt auf eine andere Kamera gehen. Und ihr könnt halt in der Vorschau nochmal genau sehen, ist alles da und könnt dann entscheiden mit dem Klick auf Auto oder mit dem Hebler selber, den Wechsel zwischen den 2 Quellen zu machen.